Heute soll es mal wieder um Face Theory gehen. Ich zeige dir dieses Produkt und wie ich damit zurechtgekommen bin. Das erzähle ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die Kleine Coco und wir sprechen heute über dieses Produkt hier. Das ist der Clarifying Cleanser von Face Theory. Ein AHA-BHA-Produkt. Und hier muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Säuren sind immer so eine Sache für die Haut. Säuren sind was ganz Tolles, aber wenn du es überhaupt nicht gewöhnt bist, musst du mit solchen Produkten natürlich vorsichtig anfangen. Zum Thema Säuren habe ich dir hier ein Video, kannst du gerne mal reinschauen. Will ich jetzt gar nicht so intensiv eingehen, weil das Video dann zu lang werden würde. Wir wollen ja über das Produkt sprechen. Der Clarifying Cleanser ist so, dass du ihn eine Minute auftragen sollst, also eine kleine Erbsenmenge nimmst und dann aufs Gesicht aufträgst. Ich finde, die Verpackung ist zum einen natürlich umweltfreundlich, gebe ich alles zu, finde ich toll, ich bin ja eh so eine Öko-Tante, aber er ist nicht ganz praktisch, muss ich sagen. Also aufmachen ist kein Problem, aber du musst ja vorher dein Gesicht nass machen. Dann nimmst du eine erbsengroße Menge raus und Pörtchen sind immer so eine Sache mit der Hygiene. Du kannst ein Löffelchen oder einen Spatel, wenn du einen hast, kannst du verwenden. Ich vergiss meinen immer und gehe dann doch mit dem Finger rein. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber bei sowas ist halt immer die Sache, das Produkt wird niemals so lange halten, wenn du mit dem Finger reingehst. Ist halt normal so. Das nächste ist halt, du hast dann das Produkt aufgetragen, also so gründlich wie möglich, auch im kompletten Gesicht. Da musst du natürlich die ganze Geschichte wieder zumachen oder willst es zumachen und das ist hier ja Glas und sowas flutscht dir gerne mal durch die Hand. Also musst du erst wieder deine Hände sauber machen, musst du deine Hände abtrocknen und dann kannst du erst das Produkt zumachen. Das ist halt immer schon so eine Spiererei, sage ich immer. Ich bin auch regelmäßig dabei, dieses Pöttchen sauber zu machen. Ich verwende die ganze Geschichte alle 2 Tage nur einmal. Aber dazu muss ich auch sagen, ich habe das Serum, was ich jetzt noch nicht vorgestellt habe, nehme ich auch. Und das im Wechsel eben. Also das muss ich dazu schon auch sagen. Ich habe ein bisschen reagiert auf die Produkte. Das kommt aber auch davon, dass ich halt alle aufeinander verwende zum Teil und dann einfach auch so Produkte dann wieder absetzen kann, wenn ich dann die Reaktion zeige und das ist das Tolle an der Sache. Da ist überall entweder Milchsäure drin, AHA irgendwo drin oder BHA und AHA, wie jetzt zum Beispiel da. Und ich kann eben meine Pflegeroutine so abändern, dass wenn ich reagiere oder meine Haut mal eine Pause braucht, dass ich das einfach absetze dann. Das ist halt einfach eine richtig tolle Sache. Wer BHA nicht kennt, wie schon erwähnt, ich habe da ein Video. Bei mir hat BHA die Wirkung, dass meine Haut lange nicht mehr so fettig ist. Das ist einfach für jemanden, der so eine übermäßig fettige Haut hat. Es ist einfach eine richtig, richtig, richtig tolle Sache. Weil du schon die ganze Zeit glänzt und dein Pony wird fertig und so weiter. Und mit dem Produkt ist es halt so, du hast wirklich ganz normales Hautgefühl. Das ist richtig toll. Ich bin damals auf Face Theory gekommen, als ich über den Leon eben aufgeklärt wurde über duftstofffreie oder duftstoffarme Kosmetik. Und du kannst bei Face Theory eben die Duftstoffe abwählen. Und ich bin ganz schnell eben zu dem Online-Shop gekommen und finde es ganz gut, dass man eben die Duftstoffe komplett abwählen kann. Und dein Produkt muss nach nichts riechen. Du kannst trotzdem so leicht beduftete Varianten kaufen, wie mit Mandarine, Bergamotte riechen manche Produkte. Ich habe, wie gesagt, duftstofffrei und dieses Produkt, durch das Milchsäure enthalten ist, riecht halt auch ein bisschen säuerlich. Ist ganz klar. Es ist unwahrscheinlich sparsam. Ich habe bis jetzt noch kein Face Theory Produkt leer bekommen. Man muss natürlich dazu sagen, dass meine Routinen sich eben ein bisschen abwechseln, durch das, dass ich nicht alles immer auf einmal auftragen möchte, weil eben die Haut dann reagieren kann, wechsle ich eben ab. Und das verwende ich nur einmal alle 2 Tage und das nur einmal am Tag. In Verbindung eben auch mit dem Serum, was ich euch noch nicht vorgestellt habe. Das verwende ich dann meistens am Abend. Also nicht das Serum und das gleichzeitig.
Möchte ich nicht. Also ich kenne meine Haut zu gut. Wenn sie mal anfängt mit Jucken, dann ist das nicht gut. Ist kein gutes Zeichen. Also nicht denken, man muss da durch, sondern die Haut darf nicht jucken. Was ich halt ganz toll finde, ist eben, dass man es auch als Peeling auftragen kann, 5 Minuten warten kann, nur wenn du es verträgst. Taste dich an die Sache langsam ran. Das sind, wie schon erwähnt, Säuren. Und wenn du Säuren im Gesicht anwendest, brauchst du einen Sonnenschutz von 30 aufwärts. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und beim Thema Sonnenschutz möchte ich dir noch ans Herz legen, achte auch auf das Thema Mikroplastik. Das ist ein großes Thema und die meisten Sonnenschutzprodukte haben eben Mikroplastik in sich, was die wenigsten wissen und wo die wenigsten drauf gucken. Und wenn wir halt nicht anfangen, auf solche Sachen zu gucken und eben unser Konsumverhalten verändern, verändert sich der Hersteller eben auch nicht. Bei uns ist es ja egal. Zurück zu dem Produkt. Ich habe bis jetzt einfach noch gar nicht viel verbraucht. Da ist eben noch nicht mal ein Drittel weg. Und der Cleanser ist in seiner Konsistenz recht dick und fest und lässt sich gut verteilen. Also ist wie eine dickere Creme und durch das kann man ihn sehr gut portionieren. Wie schon gesagt, dieses Pöttchen ist halt echt nicht ganz so geil, weil das verhindert eben auch die Langlebigkeit von einem Produkt, wenn A ständig Sauerstoff an das Produkt rankommt, B du mit dem Finger reingehst, ist natürlich auch so eine Sache. Also da wirklich vielleicht überlegen und nicht so faul sein wie ich und einen Spatel nehmen oder einen kleinen Löffel oder so, dann ist das eine relativ sichere Angelegenheit. Aber man kann eben, wenn man auf die Umwelt achten möchte, irgendwie nicht alles erfüllen und die Spender sind halt alle zum Großteil aus Kunststoff. Ich finde halt, hoffentlich gibt es da irgendwie doch noch eine Variante. Irgendwie aus einem nachhaltigen Kunststoff, da gibt es ja jetzt inzwischen auch einiges auf dem Markt, dass man da wieder zum guten alten Pumpspender zurückgeht. Du kannst bei der Firma ganz einfach von Deutschland aus bestellen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist eine englische Firma, ja, aber sie liefern tatsächlich von Deutschland aus, da muss ein Lager sein. Das Hautgefühl, man könnte jetzt meinen, so, weil ich verwende 2 verschiedene Cleanser, einen davon habe ich schon vorgestellt, guck mal unter dem i, dass das Hautgefühl gleich ist, aber nee, das ist so ganz anders. Man merkt so, dass das BHA und das AHA auf deinem Gesicht schon arbeitet und dass man dann so ein bisschen eine Beruhigung ins Gesicht reinmachen sollte in Form von Pflege, das merkt man schon und Sonnenschutz eben. Aber das Gefühl ist doch praller, schöner, genährter, als wenn ich irgendwie ein normales Öl verwende. Also ich mag es wirklich ganz gerne und bin ganz froh, dass ich die Marke an sich kennengelernt habe. Was mich eben wundert, ist, dass es kaum jemand vorstellt. Kann man daran schon erkennen, wie ehrlich ein Influencer es meint, wenn er euch ein Produkt vorstellt? Bloß weil ein Produkt nicht so stark beworben wird, heißt das ja nicht, dass es schlecht ist an der Stelle. Es gibt bei Face Theory übrigens auch immer so Rabattaktionen. 30% kriegt man am Anfang, glaube ich, dann sind es 20%. Also ich habe jetzt eigentlich bei meinen 2 Bestellungen kein einziges Mal den vollen Preis bezahlt. Und jetzt, wenn ich jetzt bestellen würde und was brauchen würde, dann müsste ich eben auch keinen vollen Preis zahlen, glaube dann sind es 20%. Das ist aber auch nicht dauerhaft, sondern das ändert sich auch immer. Und wenn ihr mit eurer Freundin so ein Produkt bestellen möchtet, gibt es auch so Pakete mit 2 Stück, da ist es dann auch gleich nochmal günstiger. Das ist eine richtig tolle Sache. Sie sind vom Preis her ein bisschen höher gesiedelt, das kostet hier 14 €, aber es geht trotzdem. Also für das, dass man. Also der Hersteller gibt 2 Monate an, ich würde eher sagen 4, wenn man es so anwendet, wie ich das jetzt anwende, hat man eine Weile lang davon und dann sind 14 € für so ein Produkt mit so guten Wirkstoffen, ist das überhaupt nichts. Und es macht tatsächlich einen Unterschied. Als ich vorher noch meine Routine hatte mit gewöhnlichen Produkten aus der Drogerie, habe ich doch immer wieder Hautreizungen gehabt, Hautschuppungen und so weiter. Und das ist dann schon mal eine ganze Ecke was anderes, muss ich an der Stelle sagen.
Ich empfehle es euch. Ich kann es euch wirklich, wirklich, wirklich ans Herz legen. Zum einen, weil die Produkte auch vegan und tierversuchsfrei sind. Zum anderen, weil sie eben auch ohne Duftstoffe auskommen. Weil Hersteller, das lasse ich dir auch noch da, verwenden Duftstoffe oftmals auch, um unschöne Gerüche halt einfach wegzukaschieren. Weil so eine Milchsäure riecht halt schon etwas dumpf, aber das haben wir nicht nötig. Die Hersteller wissen halt einfach, dass wenn sie mit verschiedenen Düften arbeiten, sie bestimmte Reize in uns auslösen können. Aber das ist immer, hat immer irgendwas mit dem Geruch zu tun. Duftstoffe gehören nicht auf deine Haut. Kennst du Face the Ori? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Wenn deine Erfahrungen nicht so positiv waren wie meine, solltest du das bitte auch in die Kommentare schreiben, dass wenn jemand sich überlegt, das Produkt mal zu testen und wirklich abwägen kann zwischen unseren Meinungen, das ist einfach eine wichtige Angelegenheit. Ja, ich melde mich ab, probier das Produkt unbedingt aus und guck dir auch mal die anderen Produkte, die ich bis jetzt schon vorgestellt habe, mal an. Das ist jetzt das vierte an der Zahl. Ich melde mich ab, sag danke fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.